Also. Das kann man dann so Blitzqualifying, quasi begrüßt du alle und dann sagst du, ich bin gerade by Hö. the Hö. way. Nice. Geil. Ja, Da ne? bin ich voll rausgefahren, du Lutscher. Gefährlich, Siehst du, du. sowas Gefährlich, ist gefährlich, gefährlich. Oder fährt er Oh, direkt aufs Gras. oh. Ei, 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 Alter, wenn du so im Rennen fährst, dann habe ich auch aber keine Lust. Siehst Mann, du, oh sowas Mann. kannst du. Das kannst du schon knicken. Ich wollte dir ein bisschen Entertainment hier reinballern. Scheiße. So, jetzt habe ich in vielen Clips gesagt, wir sehen uns gleich im Rennen. Offensichtlich sind wir nicht im Rennen. Es gab ein kleines Problem. Wir wissen nicht, woran es liegt. Es wurde nicht aufgenommen. Das haben wir jetzt leider erst im Nachhinein feststellen können. Jan hatte tatsächlich zur Not als Backup-Aufnahme nochmal aufgenommen. Seine Aufnahme ist aber tatsächlich auch verschwunden. Ja, wir vermuten, dass es bei PlayStation gerade ein Problem gibt, weshalb bei den Aufnahmen irgendwas nicht so läuft, wie es sollte. Hoffentlich kommt sowas nie wieder vor. Aber ja, hier jetzt die Ergebnisse vom letzten Rennen. Ja, Jan hat er eigentlich ganz gut abgeliefert. Zusammen mit Vettel waren die Platz 13 und 14, glaube ich. Ja, bei mir war es am Ende Platz 19. Aber auch nur, weil, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. Irgendeiner auf jeden Fall ausgeschieden ist. Perez, genau, danke. Ja, Frontflügel-Counter geht bei uns beiden in die Höhe. Leider. Jan hatte, beziehungsweise wir beide hatten, kleine Probleme mit Team Williams. Ja, bei Jan war es Latifi, der sehr viel Stress gemacht hat und letztendlich dann noch der Grund dafür war, dass Jan sein Frontflügel verloren hat und zwar komplett verloren hat. Ja, am Anfang war er nur leicht beschädigt, dann am Ende war er dann ganz weg. Bei mir war er nicht ganz weg, bei mir war er auf einer Seite orange, passend zu McLaren. Und bei mir war es dann nicht Latifi, sondern Albon, der daran nicht ganz unbeteiligt war, will ich meinen. Naja, lässt sich nicht ändern. Waren jetzt zwei Rennen, die bei mir gar nicht so gelaufen sind, wie ich es wollte. Am Ende bin ich tatsächlich noch mal rangekommen, war auch kurzzeitig im DRS-Fenster, aber das war dann in der letzten Runde, da hat es dann nicht mehr gereicht, weil Australien auch eine Strecke ist, auf der man ja, nie so leicht überholen kann. Da hat die eine Runde mit DRS dann absolut nicht geholfen. Naja. Immerhin einen Platz gut gemacht zum allerersten Rennen. Da lief es ja überhaupt nicht direkt. Erste Runde, Frontflügel neu und dann mit harten Reifen bis zum Ende. Absolut außerhalb der DRS-Zone. Da ging nichts. In dem Rennen war es jetzt auch nicht besser. Bei Jan immerhin platzierungstechnisch, auch zusammen mit seinem Teamkollegen. Ganz in Ordnung. Norris war am Ende des Rennens, glaube ich, 12. Auch außerhalb der Punkte. Gewonnen hat wieder Leclerc, also bei Ferrari läuft's. Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Einfach verkorkst alles. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Das wäre sehr ärgerlich. Immerhin ist in dem Rennen jetzt nicht allzu viel passiert. Nö. Kann man das so halbwegs noch verkraften, aber das Ja. darf nicht nochmal passieren. Das nimmt ein bisschen die Professionalität weg oder denk, Ja. nicht die beste Folge jetzt. Gerade für dich, weil Folgen hintereinander nicht allzu gut gelaufen sind. Nächste Rennen Miami wird besser. Wir denke ich, mal auch eine Aufnahme folgen. Bin mir sehr sicher. Ich werde darauf achten, dass da alles perfekt läuft. Ja, also auch wir hoffen, dass PlayStation, vorausgesetzt daran lag es jetzt, gehen wir mal stark von aus, das Problem dann in den Griff bekommt bis zur nächsten Aufnahme. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn jetzt außer einer ganz witzigen Szene beim Training nicht viel zu sehen war. Naja, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall auch sehr gerne bei Stars vorbei. Erster Link in der Beschreibung, wie gesagt.
sehr gerne abchecken. Gut, dann war es das von uns und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.